können sich Menschen zu Tieren legen, sich zu ihnen begeben und es mit Tieren machen. Menschen, die sich stolz Menschen nennen, sind in diesem Angesicht doch selber wie Tiere, wenn nicht sogar noch tierischer als sie. Grausam, rücksichtslos und ohne Erbarmen suchen sie bei diesen ihre Geilheit zu stellen. Mit Gewalt und gegen den Willen der Natur, dieser Text soll nicht irgendeiner sein. Nein, er soll euch Menschen unter den Menschen ansprechen auf das, was in unserer Welt totgeschwiegen wird oder seit Jahren heimlich unter den Teppich gekehrt, um ja nicht an etwas zu rühren, was keiner hören will. Sodomie, Zoophilie, sexuelle Missbrauch an Tieren, gehalten nur aus diesem Grund von diesen Menschen, die man schon gar nicht mehr als Menschen sehen kann, was auch immer diese Menschen mit dieser Handlung treibt. Ein Tier ist ein Tier und gehört niemals als geiler Zeitvertreib. No, no, no. Das Tier ist ein Tier und sollte es doch stets bleiben. Als Tier gewürdigt, respektiert und als dieses behandelt, aber nicht sexuell missbraucht, vergewaltigt, geschunden, eine derartige Handlung, in jeder Hinsicht unterbunden, aus dem Verkehr gezogen, mit dem Gesetz bestraft, weil kein Mensch sich an einem Tier zu vergreifen hat. Diese Sodomisten sollten sich vorstellen, wie es umgekehrt wäre, und Tiere sich grausamer Tat an ihnen vergingen, sich sexuell ihrer bedienten, um ihre Lust zu frönen. Über sie erfielen und sich in ihrem Fleisch verbissen. Schamlos sind sie drängend, wenn sie ihres wären. Egal ob sie letztendlich bluten, am Boden liegen, zerbissen, zerkratzt, zerfleischt und zu Tode gequält. Verdammt, es ist nicht alleine der Mensch, der im Leben zählt. Diese Zeilen soll die Menschen endlich aufwecken, sie als Schrei voller Inbrust aus ihrer Lethargie reißen. Ihre Gedanken zum klaren Denken dieser Taten anregen sie in der Masse auftreten, dagegen zu demonstrieren. Ihre Hände kennen diese Menschen gestreckt, die die Tiere missbrauchen. Diese auffordern, ihre erbärmlichen Taten zu unterlassen, weil ein Tier ist ein Tier und sollte es doch stets bleiben, so wie ein Mensch sich als Mensch mit seinen Worten bezeichnet, doch sich genau dieser mit Missbrauch an Tieren enteignet. Schützt unsere Tiere und lass sie ihr eigenes Leben leben, schützt sie vor den Sodomisten, die ihnen das Tier sein Leben. Denn ein Tier ist ein Tier um das Tier seines Willens, es hat niemals die primitive Geilheit eines Menschen zu stellen. Sodomie, Zoophilie, der sexuelle Missbrauch an Tieren, gehalten nur aus diesem Grund von diesen Menschen, die man schon gar nicht mehr als Menschen sehen kann. Ein Tier ist ein Tier und gehört niemals als geiler Zeitvertreib. Steht auf, geht raus und macht was, erhebt euch und eure Stimmen für die Tiere, denn sie können es nicht. Dieser legale Wahnsinn muss aufhören und verboten werden. Husky heißt Music Entertainment und Kenny sagen nein zu Sodomie und Zoophilie.